wäre lame. Hä, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Mann! Auf einmal steht einer mit dir Schwert. Wo kommt der her? Aber es leckt auch heute derbe, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Ungeschlagen-Challenge. Heute ist dabei der Nodop. Hi. Hallo Nodop, ich hoffe, das Mikrofon passt für uns beide so. Bestimmt, kriegen wir hin. Heute hat uns die Leda über Facebook eine Challenge geschrieben. Und zwar eine Challenge für Ender oder Survival Games. Wir spielen Survival Games. Immer wenn derjenige, der jetzt gerade spielt von uns beiden, einen Kill macht, muss der andere dem ein Item vorschlagen, welches er wegwirft. Klingt gar nicht so hart, aber wir haben uns überlegt, dass das, glaube ich, ganz schön schlimm werden kann, wenn jemand ein Dierschwert hat und dann, ja, klickt damit. Ja, ja, wenn wir fies sind, dann ist es schlimm. Eine Dieraxt! Oh, gut. Mach mal schnell einen Kill, bitte. So, Leute, also um das Prinzip, also ihr habt das wahrscheinlich jetzt verstanden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Dieraxt jemanden kille, dann kann der entweder sagen, werf das Fleisch weg, werf den Radar weg, werf weg, oder werf die Dieraxt weg. Und Nodop, so wie wir ihn kennen, ist er natürlich fies. Und er wird wahrscheinlich sagen, wer Fleisch natürlich. Die genau. Und deswegen, oh Gott. Ich will ihn gar nicht killen, aber... Weg damit! Womit? Mit der Diamantaxt natürlich. Oh, scheiße! Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Okay, ist schon eine Assi-Challenge. Muss schon... Ja, wenn man sich das jetzt gerade mal so überlegt, das ist nichts anderes. Nee, das ist ein richtig Assi... Oh Gott, das ist eine richtig Assi-schwere Challenge. Vor allem für Survival Games. Für Ender Games wäre es nicht so ganz so schlimm, da könnte man immer wieder neues... Da kann man einfach Baum abbauen. Baum abbauen, aber jetzt... Das wenigsten Holzschwert. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, verloren wegen dir. Du kleiner Arsch! Aber da steht nichts, dass du nicht wieder aufgeben darfst. Du kannst zurück und wieder aufgeben. Nein, das wäre natürlich dann lame. Hier ist nichts drauf, das kann nicht sein. Guck mal, vorsichtig in der Rechten. Naja, ich gucke. Aber nicht vom Dach fallen. Da ist eine Doppelkiste! Oh. Oha, okay. Leer. Eine Steinaxt. Ja, mega gut. Und die kann man auf der anderen Seite noch öffnen, ne? Ja, oh, ein Holz. Hä? Das ging früher auf jeden Fall. Ja, ja, das ist alte. Das wusste gar nicht, das ist immer noch. Ich dachte, das wurde immer gefixt. Nee, man kann Doppelkisten auf zwei Seiten öffnen. Auf dem Hive gibt es keine. Nee, auf Hive Kiste gibt es diese Blöcke, deswegen. Stein, ja, nehmen wir das Goldschwert. Kann blocken. Okay, jetzt wird's schon schwerer, wenn du mir rauswirfst, ne? Weil ich habe jetzt eine Steinaxt und ein Goldschwert. Aber da habe ich jetzt echt. Ich habe nämlich nichts Gutes, aber sobald ich was Gutes finde, wird's wieder richtig asozial. Da würde ich nicht runterspringen. Nee, habe ich mir auch gerade gedacht. Hasse ist, dass man da nicht durchgucken kann. Okay, pst. Ich stehe drauf. Okay. Pst. Diaxt, das ist die Diaxt! Oh Gott. Die du mir weggeworfen hast eben. Oh. Das ist die Diaxt, die du mir weggeworfen hast. Tut mir so leid. Du Sau, du. Du bist eine Sau. Du bist eine Sau. Ich bin jetzt eine Runde dran. Bist du jetzt eine Runde? Und dann werfe ich dir Sachen weg. Darfst dich rechnen. Ja, jetzt berechne ich mich. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Wir tauschen dann mal um. Aber das ist echt ein Schicksal. Ich werfe die Diaxt weg und die Diaxt hat der Typ wahrscheinlich aufgehoben. Hm. So, sind wir in der nächsten Runde. Jetzt ist der Nodop dran. Und ich werde noch fieser sein, ja. Pass mal auf. Das kriegst du hin, aber ich bin sehr ungeübt an deinem PC. Ja, das ist natürlich immer blöd. Aber gib alles! Gib mir das! Viele Sachen. Rüstung. Und ein Tracker. Oh Gott, ich dachte, laufen. Gibt es eine Schutzzeit? Ja, eine Schutzzeit von 20 Sekunden oder so, 30 Sekunden. Sag mir mal, wo ich hin muss, weil ich habe keinen Plan auf dieser Karte. Nee. Frechheit! Ich laufe jetzt einfach hier lang. Ich habe aber keine Waffe. Oh, ich habe den Skin. Kann ich jetzt wilde Beleidigungen im Chat machen? Nee, du bist doch umgenannt. Ach stimmt, dein Skin ist noch nicht weg. So, Schutzzeit zu Ende. Oh, ich bin mal sehr gespannt. Ich schaffe eh kein bisschen. Ist da eine Kiste drin oder so? Naja. Ich weiß nicht, auf der Map kenne ich mich gar nicht so gut. Aber deine Maus-Sensitivity ist auch so niedrig. Ja, findest du, ich bin ja auch sowieso ganz komisch, ich spiele ganz behindert. Ich spiele mit Maus-Sensitivity 200% und sowas. Ja, ich bin jetzt von Counter-Strike gewöhnt, dass man so richtig Low-Sense spielt. Ist jemand mit einer Waffe hinter mir. Okay, das könnte schon ein Ende sein. Das finde ich aber nicht so gut, das ist eine Kiste. Komm schon, und? Ja, ein Steinaxt, nimm die Steinaxt zuerst. Oh, los. Oh Gott, ich bin nicht fertig. Warte, komm, du schaffst ihn. Machen. Du schaffst ihn. Schneller. Der hat ein Steinschwert. Ja, du schaffst ihn trotzdem. Ja, du hast ihn gut gehittet. Ja, sehr gut. Boah, ohne Treffer. So, und das Steinschwert. Lauf weg! Das Steinschwert musst du gleich direkt wegwerfen. Das habe ich aber jetzt gerade aufgehoben. Ja, das musst du. Nee, das musst du wegwerfen direkt. Gleich. Aber das hat der aufgesammelt, also. Bam! Bam! Bam. So, hast du das Steinschwert? Weg damit. Und zwei, du hast zwei Kills gemacht. Ja, dann eine. Oh, renn weg! Was soll ich wegwerfen? Werf die Eisenbrustpanzer, den da drin raus. Der muss er kriegen. Der muss dein Gegner kriegen. Das ist ein Team auch noch, oder? Oh ja, das ist ein Team. Das ist hier irgendwie so eine Umgebung, wo man vernünftig kämpfen kann. Ich mag es immer, die Umgebung zu benutzen zum Kämpfen, auch wenn es meistens nichts bringt. Oh ja. Gott, ein Tierspitzhacke. Ja, aber die Tierspitzhacke ist nicht so gut, oder? Die ist so gut Steinschwert. Ist Steinschwert, ja. Also nicht so mega krass. Aber. Ich hab Gras erstmal verprügelt, scheiße. Oh, ich glaube, er hat die Eisenrüstung aufgehoben, oder? Ich weiß es nicht. Wenn, dann ist es wieder so ein Schicksalsschlag. Ja. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Die geschieht das gleich wie mir. Nodop, lauf! Komm schon! Jetzt lauf! Oh
Gott, ich, aber ich verhungere auch. Ja, noch. Ja, oh Gott. Was soll ich denn gegen die machen? Ich kann mich nicht heilen. Die Runde ist doch jetzt schon gelaufen. Nee, du musst einfach nur versuchen, zu entkommen. Oh ja! Die Bussen. Oh, da kommt noch einer! Nein! Fuck! Du bist runtergesprungen. Oh. Vorher. Was haben die jetzt? Haben die sich verprügelt? Nee, da kam noch einer. Der eine hat den anderen nur geboostet. Und dann kam noch einer. Und jetzt. Wäre ich nicht gesprungen, wir hätten weglaufen können. Dann hätten die sich verprügelt. Ja. Scheiße. Schade. Aber ich glaube wieder, der Typ hatte die Sachen wieder aufgehoben. Das ist schon echt fies, die Challenge. So, jetzt sind wir in der Murmeltier-Games-Runde. Und ich bin mal sehr gespannt. Diesmal davon das ganze Inventar auf dem Boden. Einfach alles raus damit. Alles muss raus, Sonderschlussverkauf. Ich hab selber noch nicht damit gerechnet, dass das so hart wird, aber wenn wir nur eine Waffe hatten, dann wirst du die weg und dann einfach schon verkackt. Ja, dann hat man verkackt. Und dann kommt ein Team und dann bist du am Arsch. Und dann springt man von dem Berg. Selbstmord, ich hab halt keinen Sinn mehr da drin gesehen. Kommt alle auf gay.net. Ja, mach das mal. Nein. Gestern hat es ja auch gut geklappt mit dem, was du angesprochen hast. Oh. Essen, aber keine Waffe. Scheiße. Okay. Ja, die mit deinem Skin. Ja. Die Kiste im Wasser. Oh ja, die Kiste im Wasser, die werde ich mir kriegen. Ich würde schon mal die Eisenbrustplatte anziehen, aber macht nicht. Nee, dann werde ich direkt nur getargetet, weil die Leute meine Rüstung wollen. Okay, die Kiste ist auch noch voll, oder? Ja. Das fängt gut an. Eine Waffe und noch ziemlich gute Schuhe. Rüstung. Ja, Rüstung ist echt gut. Okay, jetzt. Pfeile kann man nur in Endergames werfen, oder geht das hier auch? Nee, geht nur in Endergames. Oh, er hat mich auch gut gehittet. Oh nein, jetzt muss ich was rauswerfen. Was soll ich rauswerfen? Dein Schwert? Nein, du Arschloch! Man kommt so einfach keinen Kill weit. Wenn der hinter mir ist, bin ich jetzt am Arsch. Oh, hast du vielleicht noch was aufgehoben als Waffe? Ich will ja mein Liebziel sein. Oh Gott. Bist du noch hinter dir, oder? Ja, ich muss abhauen. Oh Gott. Guck mal, schnell ins Inventar, ob du was aufgehoben hast. Nee. Okay, ich habe keine Waffe. Danke, Nodop. Das ist die dreckigste, das ist die Kiste. Challenge, die es gibt. Nein. Oh! Oh Gott, jetzt springt runter und stirbt beim Fallschaden. Oh Gott, da in dem Feld ist nicht abgeerntet, das heißt, die Kiste ist wahrscheinlich noch voll. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht reingehen. Nein, kann ich auf gar keinen Fall reingehen, aber ich versuche da jetzt. Ist das Revi? Oder ist das nur ein Skin von ihm? Nein, das ist Revi-Skin. Das ist einfach mal Revi. er verfolgt mich die ganze Zeit, warum macht Revi das? Revi, ich hab grad, wir werden Freunde, Revi macht das nicht. Revi, lass das. Das kommst du leider wahrscheinlich nicht vor. Oh, lock ihn in die Ja, genau, ich versuche ihn gegen andere Leute zu laggen. Oh Gott. Den Neck kannst du aber zum Vorteil nutzen. Jetzt geh in die Kiste schnell. Oh Gott. Oh mein Gott, auf einmal kommen alle zu mir. Was ist denn da los? Aber das Feuer kann ich zum Vorteil nutzen. Da müsste jemand rein. Oh, da kommt die nächste. Oh. Ey, das ist so assi. Da vorne. Fuck, ich hab schon wieder gegen das Mikrofon geboxt. Das ist nicht so schlimm. Der Server laggt, aber richtig, oder ist das dein Internet? Nee, das ist. Wenn das dein Internet wäre, würdest du ja sterben. Die Kiste da? Ob die vielleicht noch. Ob da noch was drin ist? Glaube ich nicht. Nein! Du hast immer noch dieses Texture-Pack mit ungespielt drauf drin. Stimmt, da sehe ich keine Enderkisten. Gibt es überhaupt welche in Survival Games? Nein. Oh Gott, war das Kaffee, der dich hochgeprügelt hat. Ja. Alter, warum verfolgt ihr mich so krass? Oh, jetzt kommt von der Seite noch einer! Vielleicht boxen die sich auch gegenseitig weg. Bitte box dich gegenseitig. Drück F5. Ja, nein. Nein, rechts von dir ist er. Jetzt kannst du essen. Okay, spiel mit ihm hier so Xing Shang Chong. Nee, das ist ein anderes Spiel. Das laggt wieder. Sonst steht auf einmal neben mir. Hey, warum laggt das denn auf einmal so? Lauf um diese Holzbrücke, mach da Spinnwegen dann drauf. Das ist ein kleiner Vorteil, ist schon zu spät. Da hat Lags. Oh! Ja, das ist dumm gelaufen. So, also in der nächsten Aufnahme. Und ich bin mal... Fast pünktlich. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, ein Schwert. Du hast ein Schwert und eine Rüstung. Oh, nein, okay. Rüstung habe ich nicht. Das Problem ist, in der letzten Runde habe ich verloren, weil du mir das Schwert weggeworfen hast. Und ich hoffe wirklich, du wirst das gewinnen, damit wir die Challenge schaffen. Aber ich werde trotzdem fies zu dir sein. Ja, dann gewinnen wir auch nicht. Ja, Pech. Ich werde dir alles wegwerfen lassen. Penner. Aber ich auch. Also es ist okay. Eine Kiste. Jetzt sieht's gut aus. Das sieht öfters mal gut aus bei mir. Ich sehe manchmal auch gut aus, manchmal nicht. Okay, pass mal auf. Oh, hab ich schon was oben? Nein, oben bin ich noch ohne. 2, 1, 3. Pass auf, er kommt hoch. Okay, jetzt wird's böse. Das ist schon wieder so. Du auch noch. Oh mein Gott. Okay, du musst zwei Sachen wegwerfen. Einmal die Diamantaxt. Ja, vom Haus runterwerfen. Und nochmal, zeig mal, was du noch im Inventar hast. Ich will jetzt nicht aufhören, warte, ich esse erstmal. Was hast du noch im Inventar? Das Holzschwert. Oh, fick dich doch einfach mal, Simon. Fick dich doch einfach mal ein bisschen. Mach ich später. Zusammen? Ja, okay. Okay. Ich gehe einfach mal auf die zweite Ebene, dann denken die Leute, sie gehen hoch und dann bin ich hier, Zeuge Jehovas und will mit denen über Gott sprechen. Du hast nur eine Holzaxt, du bist am Arsch. Aber ich habe ziemlich viele Rüstungspunkte, so 3,5 oder so.
Du hast echt viele Rüstungspunkte. Lägt der oder macht der einfach nur Pause? Picknick. Er macht eine Pause. Erstmal ein Pickup. Okay. Er hat sich jetzt erstmal die Dia-Axt gegönnt, die du runtergeworfen hast, glaube ich. Nimm dir was zu essen erstmal. Wenn ich jetzt wieder aufhebe, die Dia-Axt, ne? Weil er sie aufgenommen hat und nee, töte. Dass du auch rausgeworfen hast, darfst du dich wieder aufheben. Das wäre lame. Hä? Wo kommt der denn her? Auf einmal steht einer mit Dia-Schwert. Wo kommt der her? Aber es laggt auch heute derbe, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Okay, ich würde sagen, einen letzten Versuch starten wir noch, Leute. Wir müssen sagen, wir geben hier wirklich alles. Aber, ey, wir sind zueinander zu gemein. Das ist das Problem. Ich will es auch verständlich, du bist immer das Beste weg. Die Challenge ist gemein und wir sind gemein zueinander. Aber wir versuchen eine Runde. Das ist was gemein zu uns. Ja, und eine Runde versuchen wir noch, Leute. Wir sehen uns dann gleich in der finalen Runde. Ich wollte das machen. Okay, mach du. Ui. So, wir sind in der letzten Runde angekommen, Leute. Ich hoffe. Alles oder nichts heißt. Ja, alles oder nichts. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, sind wir einfach mit dieser Challenge, wir beide, nicht kompatibel, denn wir sind zu gemein, werfen uns immer zu viele Sachen. Aber wer wäre nicht gemeint, Glück? Ja, klar. Selbst man muss, Katie wäre gemeint zu dir. Man muss ja. Katie wüsste nicht genau, was besser ist, eine Diamant-Axt oder ein Holzschwert. Die würde denken, ich werf Karotten weg. Nein, Karotten. Spaß. Karotten okay. Und viele Vitamine sind stark. Los geht's! Und Spinat. Oh ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja. Und ein Radar. Und okay, okay, okay. Und eine Waffe? Oh Gott, jetzt. Du holst das Ding nach Hause. Ja, ich muss jetzt eine zweite Waffe haben, weil ich brauche unbedingt eine zweite Waffe, weil wenn Nolab mir eine Waffe wegwirft, dann bin ich am Arsch. Ich kann aber auch einfach nichts anderes als sagen, nimm die scheiß Waffe weg. Aber hol dir auch noch ein bisschen Essen. Ja, ja. Nee, wir sind eigentlich mit dem Schwert. Also, das geht hier nicht kaputt mehr. Der Typ, oh Gott. Oh, er ist einfach runtergesprungen. Hat er überlebt? Nein, hat er nicht. Ich würde da nicht hinterher springen. Hier sind Leute, pass auf. Ja, ja. Shift auf ihn zu, bring ihn um. Gib ihm! Los! Ja, jetzt habe ich noch eine neue Waffe. Was muss ich wegwerfen? Das Schwert. Okay, aber ich habe eine neue Waffe. Ach, gut. Keine Hose, nix. Okay. Ist nix, aber da drin sind Kisten. Okay, das war ganz nice. Wir haben ein Schwert getötet, mussten unser Schwert zwar wegen dem bösen Nodab wegwerfen, aber. Oh, rechts ist auch noch eine Kiste. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Ich versuche mein Bestes, um dir zu helfen. Ja, das ist echt, also unglaublich von dir. Ein Item, heißt es, ein Pfeil ist ein Item oder alle Pfeile sind ein Item? Nee, alle, also alles. Also alles, so ein ganzer Slot. Oh Gott, sind das viele. Aber es laggt nicht mehr ganz so hart, oder? Ich hoffe. Ich würde da hinterher gehen. Ja, ja. Dem musst du von oben einfach einen Punch geben, dann fällt er runter. Wobei, fall nicht in die Lava. Die laggen aber schon ein bisschen, die ja, Leute. Ja, das ist krass. Aber nicht so krass wie eben bei mir in der Runde. Das war ein bisschen hart. Hast du eine Angel, um den irgendwie runter zu boxen? Ah, der ist schon weiter unten. Da unten in der Schlucht sind allgemein viele Menschen. Ja, ich will aber jetzt nicht würde ich auch nicht. Nein, so der Typ hat eine Waffe, den muss ich mir holen. Ich muss immer nur Leute mit einer Waffe holen, weil wenn ich keine Leute mit einer Waffe hole, bist du so fies und sagst, ja, schmeiß die Waffe weg. Und dann stehe ich da wie ein Arsch. Du weißt schon. Nein, aber ich verstehe schon. Verstehen tue ich, was du mir sagen wolltest, weiß ich nicht. Er hat ein Steinschwert, aber ich habe ihn besser gehittet. Oh, er wollte mich anzünden, hat er aber nicht geschafft, weil er... Er hat dich nicht getroffen. Pam. Okay, jetzt weiß ich schon, was du wegwerfen willst, ne? Oh, ich hab zwei Steinschwerter. Ja, sag schnell. Das Flint im Stil wirfst du weg. Nein, oh, das ist echt fies. Weil das Feuerzeug... Ich hab grad lange überlegen müssen. Ja, das weil das ist das Einzige, was du einmal hast und was dir, glaube ich, helfen würde. Ja. Da kommt jemand, pass auf. Nein, er hat einen Dia... Dia, scheiß. Er hat einen Dia-Kack. Dia-Kack, scheiß, Dia-Kack. Ah, ah. Okay, pass auf. Ich hab mit deiner Angel. Oh Gott. Oh Gott, Simon, der hat dich zweimal getötet und du ihn kein einziges Mal. Los, du Luder. Oh Gott, der hat ordentlich kassiert. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Shifte! Ich will leben! Okay, du musst mir sagen, was ich wegwerfen soll. Lass die Axt liegen. Okay, das gilt nicht. Also, ja. Wieso geht das? Dann sammel das TNT auf und wirfst du da weg. Nein. Okay, die Dia-Axt lass ich liegen. Oh Gott, der Typ kommt, er wird mich kaputt knüppeln. Du läufst einfach um dein Leben und denkst dir so, du bist die Usain Bolt, wie der heißt. Ja, ja. Also, bei ihm steht da so ein Eimer schicken und bei dir steht da einfach da. So. Ich hätte gerne. Das Feuerzeug. Fuck das. Ist das nicht das, was du weggeworfen hast? Nee. Dann würde ich jetzt auch sagen. Genau dasselbe. Er hat sich die. Läuft der echt? Manche frage mich echt, wie Leute da immer noch reinlaufen können in das Feuer. Aber er hat sich die Axt geholt und ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Nein, er brennt. Du hast ein bisschen Vorsprung dadurch. Ich würde mich einfach mal kurz versuchen, ihn nochmal anzuzünden oder so. Aber spring nicht irgendwo runter. Brennt der schon wieder? Nein. Nee, diesmal hat er es geschafft auszuweichen. Da rechts im Berg ist einer drin. Hast du es gesehen? Du hast. Die perfekt in der Mitte den Gang freigelassen. Ja, aber er brennt trotzdem. Er denkt sich, YOLO. Jetzt muss ich ihm geben, jetzt ist er fast tot. Naja. Hoffe ich. Euch. Oh nein, es leckt. Nein! Wenn es jetzt leckt, bin ich tot. Es hat schon wieder geleckt und ich habe deswegen Schläge kassiert. Aber nicht so schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, Simon, nein! Nein! Weil es geleckt hat!
weil es geleckt hat. Ja, das ist doch, es ist unglaublich. Also, dass es gerade momentan leckt, finde ich echt ein bisschen blöd. Der Leck ist die Challenge und nicht das hier. Ja, warum sind heute so Lecks dabei? Das waren die letzten Tage noch überhaupt nicht. Hat aber jetzt auf jeden Fall das Ganze nochmal um einiges schwerer gemacht. Mm. Ey, den hätten wir locker besiegt. Ja, locker eigentlich. Also ohne Witz, der hat schon gebrannt. Ich konnte nicht mehr weglaufen, weil er plötzlich an mir dran war. Und das Deathmatch wäre jetzt gewesen. Ja, geil. Krass, jetzt, ach, was haben wir haben nicht einmal das Deathmatch heute gesehen. Ja, weil, wegen den Lecks gerade. Richtig. Und wir unsere Waffen wegwerfen. Ja, aber gerade hatte ich genug Zeug. Ja, gut, stimmt. Ey, das war echt. Du warst einfach nur unfähig. Ja, Simon, genau. Ist doof. Stimmt. Ich hab, das sind die Lecks eine Ausrede. Ja. Mal gucken, ob der gewinnt. Mal gucken, ob der gewinnt, die der uns getötet hat. Versucht die ganze Zeit zu boxen, ich weiß nicht. Hä? Der steht einfach in der Arme und die haben nicht reingeboxt. Mal gucken, ob der gewinnt, der uns getötet hat. Der Server stürzt nicht, aber bevor irgendjemand gewinnt. Die haben sich einmal getroffen, glaube ich, jetzt in der ganzen Zeit. Die machen die ganze Zeit nur so Paarungstanz. Nee, der eine ist jetzt tot. Oh, er hat ein Diaschwert. Ja, und es leckt schon wieder. Gut. Ach nee, die tun nur so, dass die wollen ein schönes Foto gründen. Oh. Und das war's. Der ist down. Ja, der uns getötet hat, hat auch gewonnen. Das warte ich auch von ihm, wenn er dich kalt machen kann oder mich. Ich sag mal so, die Lecks waren auf deiner Seite, mein lieber Freund. Gut, das war's dann mit der Challenge, Leute. Wir haben es leider nicht geschafft. Vielleicht machen wir die irgendwann nochmal. Aber wenn dann es nicht mehr leckt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Wertung da. Schaut bei Noah vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Haut rein und ciao.